Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fizzbees Infinity Evolved. So, ich bin heute allein auf dem Server, an einem MTS. Wir gehen mal weg von der Monster Farm, denn wir machen heute mal was Neues. Und zwar, wir scheißen jetzt mal auf Draconic Evolution. Da kann ich mal kurz zeigen, hier die Kugel ist zu 14 Billionen schon voll. Wo ist... Nee, nicht Haupt... Ich weiß auch schon wieder, länger nicht auf dem Server, sieht man daran, dass hier ein Octopill drin ist. Hier habe ich immer noch nicht angefangen, schön zu bauen, aber das interessiert uns rein gar nicht, denn wieso interessiert uns das nicht? Ganz einfach, denn wir gehen jetzt mal weg von Blood Magic, Draconic Evolution und sonstigen Gefixe, denn wir fangen jetzt heute mal an mit einer Mod, einer neuen, mit der ich verdammt lange nicht mehr gearbeitet habe, würde ich mal so erwähnen, und zwar fangen wir an mit Industrial Craft 2. So, und zwar mit Industrial Craft, das habe ich davor. Und so blöd auszudrücken, ein Solar Panel. Das Quantum Solar Panel. Oh, hier ist noch ein neues Advanced Solar Panel. Komm, eins können wir neu craften lassen. Dann machen wir mal den hier. Zack. So, hier geht auf jeden Fall langsam. Da müsste ich eigentlich. Was haben die nochmal für ein Output? Ah, die haben... Okay, vergiss es. Da reicht das auf jeden Fall noch. Na. Die Mobfarm da hinten habe ich jetzt noch nicht weitergemacht. Da, die muss ich jetzt mal schauen, wie wir das machen. Meine läuft auch momentan gerade nicht. Meine läuft momentan auch gerade nicht. Da muss ich nochmal ein paar Grinder anschließen. So, jetzt aber hier weiter. Wir brauchen als allererstes, um bei IC2 anzufangen, brauchen wir einen Generator. Und zwar einfach einen... Moment, wo haben wir ihn? Nicht Geothermal, aber der hat das am Tablet, genau den hier. Einen Generator. Dafür brauchen wir eine RE-Batterie. Da brauchen wir den Item-Case. Stimmt, wir brauchen noch Rubber. Ah, okay, da ist noch genug da. Okay. Flux Scrubber. Stimmt, da fällt mir noch was ein. Wir können ja hiermit noch eine gute Farm machen. Gut, das haben wir schon erledigt. Alles klar, da habe ich schon eine Idee, wie ich das mache. So, wo war der jetzt, der Generator? Hier haben wir doch. Wir brauchen Iron Plates. Die werden mit einem Forgehammer gemacht. Den können wir schon mal craften. Ich wollte schon gesagt haben, als ob ich kein Eisen mehr hätte. Ich weiß, ich habe momentan kaum Kohle, beziehungsweise gar keine mehr. Weil die geht momentan genau sofort hier rein. Das habe ich eingestellt. Machen wir mal so. So. Wir brauchen jetzt für einen Generator. Brauchen wir einen. Na, nicht einen Steam Generator. Wobei, da können wir auch nochmal was machen später. Wo war er jetzt? Nein, das ist nicht. Ah ja, ich habe eine neue Maus, kann ich mal sagen. Aber dazu später. Wir brauchen Iron Plates, 3 Stück. Einen Iron Furnace braucht man nochmal 5 Stück. Ich mache jetzt erstmal nur das grundlegende Setup. Da können wir später noch genauer machen. Na, aber ich muss erstmal kurz. So, schon besser. Wir brauchen einen Furnace. So, ein Iron Furnace. So, wir brauchen da. Ich glaube, das doch mal kurz wieder. Ne, so war schon okay. Ja, ich versuche noch ein bisschen an die Maus gewöhnen. Also, die ist schon ein bisschen anders gestrickt. So, wir brauchen jetzt einen Cutter. Wieso zieht hier das Eisen gar nicht rein? So. Dann brauchen wir. Tin. Was war das jetzt? Was war das denn jetzt? Ich will mal ganz kurz erwähnen. Lol. Was? Was geht? Ich geh mal. Na. Hallo?
Also ich bin gerade total verwirrt. Also ich nehme gerade gute 5 Tage nach der letzten Aufnahme auf. Also die Enderman, keine Ahnung, warum der jetzt Akku war, aber. Okay, wir brauchen eine Tinplate. Ich komme da gerade echt nicht drauf klar, ne? Komm, dann machen wir mal ein paar mehr. Warte, was? Moment. Okay, gut zu wissen. Hatte ich wohl vergessen, dass ich schon eine hatte. So, erstmal Energy Flow. Das Gute ist, das Rubber von IC2 ist mit dem Rubber von MFR, also Mind Factory, unifiziert. Also das kannst du auf- und abwärts nutzen. So, für den Generator haben wir noch eine Batterie gebraucht. Na? Und da brauchen wir noch Tin Item Casings. 1, 2, 3, 4. Ach stimmt, es gibt ja zwei. Ja, dann machen wir ein paar vor, da haben wir ein bisschen Speicherplatz. Hä? Wieso wird momentan nichts reingelegt? So, Iron Furnace und die Iron Plates. Muss ich neu machen. Okay. Dann Iron. Hier, Iron Plate. 1, 2, 3. So, dann machen wir jetzt mal so. Generator. Wo ist er? Hier. Suitable Power. Ich würde sagen, das können wir mal alles hier schön aufbauen. Also am Anfang war das, glaube ich, so, dass man nur mit den Zinnkabeln arbeiten sollte. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das immer noch so ist. Ich kann mich da gerne weiter aufklären. So, ich würde sagen, damit wir erstmal ein bisschen Strom kriegen, komm. Ist eigentlich hier was Neues drin? Nö, wieso auch? Hier muss ich noch aussortieren. Einmal zack. Ja. Wieso sind hier Stone-Slips drin? Also zum Beispiel blicke ich da noch nicht durch. Nehmen wir einfach hier sonst Stone-Slabbies. Stone-Slabbies, Blaze-Wats. Damit wir schon mal so was an Strom haben, wenn wir keine Kohle gerade haben. So, damit wird schon mal Strom generiert. Und zwar eine andere Energieart. Und zwar wird jetzt hier kein RF generiert, sondern EU. Electronic Units. So. Was können wir. Boah, ich bin gerade erschrocken. Was können wir jetzt noch machen? Wir können mal einen Messerator bauen. Was kann der Messerator? Wir brauchen dafür ein Basic Machine Casing, Kobbel, bisschen Flint und ein Electronic Circuit. Der Messerator ist so ziemlich, kann man sagen, der Pulverweiser von IC2. So, da brauchen wir. Komm, ich habe jetzt einfach mal Shift gedrückt gehalten. So, zack, Basic Machine Casing. Wir brauchen ein Electronic Circuit, da brauchen wir jetzt Copper Cable. Das machen wir dann auch mal geschwind fertig. So, Copper Cable. Zack. Zack. Und der nimmt das Redstone gar nicht rein. Electronic Circuit. Masterator. Und ich verstehe nicht, warum gerade nichts reingezogen wird. Ich verstehe es einfach nicht. So, Masterator, Double Trouble. Können wir auch schon mal oben hin tun. Man muss bei IC2 aber auch verdammt aufpassen. Und zwar können die Maschinen hochgehen. So, das wird jetzt auch aufgeladen. Was wir jetzt mal machen können, wir müssten eigentlich noch, wenn ich mich nicht jetzt täusche, ich hatte doch so viel. Interessant. Jetzt finde ich gerade echt interessant. Können wir das. Nee, jetzt Firestone, oh, würde ich. Nehmen wir jetzt mal hier so ein Eisenerz.
Wir wollen jetzt einfach mal so die Erzverarbeitung auf. So ein Iron-Ohr können wir jetzt reinschmeißen. Und das wird dann gemacerated. Hier haben wir noch ein paar Updates, Upgrade-Slots. Was ich einfach mal kurz währenddessen mache, ist einfach mal, das müsste hier sein, jawohl. Das Uran will ich nämlich mal rausnehmen, weil wir das ab sofort dann über hier die Erzverarbeitung machen. So, wir kriegen da jetzt Crushed Iron Ore raus. So, was können wir mit diesem Crushed Iron Ore machen? Wenn wir mal U drücken, können wir sofort warten. In der Thermal Centrifuge können wir das verarbeiten, aber von der Overwashing Plant. An da werden wir uns aber als nächstes dran geben. Blast Furnace, ich glaube, wir setzen uns mal an der Overwashing Plant. Oder habe ich hier noch die. Das waren Storage Quads, genau. Ich steche mal kurz auf. Nee, das kann eigentlich nicht sein. Ne. Das stimmt mich jetzt gerade so ein bisschen. Weil ich hatte das extra nochmal parat gehalten, weil ich damit noch arbeiten wollte. Das wusste ich, dass ich mir das extra aufgehoben habe. Ne, hier ist es auch nicht. Oder habe ich das in der Ender Chest gelagert? Nein. Das schaue ich nur kurz hier nach, wenn es jetzt hier nicht ist. Auch nicht. Ne, dann ist es jetzt weg. Gut. Okay. So, wir wollen jetzt eine Overwashing Plant machen. Für eine Overwashing Plan brauchen wir nochmal ein Basic Machine Casing. Haben wir. Am Bucket sollten wir noch haben. Dann haben wir echt keine. Stimmt, wir haben echt keine Buckets gehabt. Na, hallo. So, Overwashing. Wir brauchen noch einen hiervon. Da hätte ich aber auch gleich mal hier so machen können. Oh. Na, hallo. Das wollte ich. Shift. 60 Copper Plates. Ja, von diesen Electronic Circuits werden wir noch eine Menge brauchen. Da können wir mal so ein ordentliches was machen. Von den Iron Plates jetzt. Von den Iron Plates. Ich laber heute wieder so ein Stoß. Das ist unglaublich. Hier, das brauchen wir noch zu 2 Coils. Können aber schon mal den Electronic Circuit machen. Dafür brauche ich aber wieder Redstone. Komm, mach mal gerade 3 auf 4. Oh. Oh, Washing. So. 38 sollten reichen für 2 Motoren. Wieso nimmst du jetzt kein Eisen rein? Also das finde ich gerade echt komisch, warum der nichts nachlegt. Falls irgendjemand weiß, wo das Problem ist, schreibt mir bitte mal in die Kommentare. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich habe keine. Ach, ich habe noch Item Casings, okay. Oh, Washington. Oh. George General, ja, George General or Washington, Und wieder Eisen. 1, 2. So, dann sollten wir alles haben, aber die Buckets werden natürlich nicht eingelegt. Ich find's echt verdammt komisch. So, or Washington Plant. Reservoir haben wir nicht mehr. Haben wir noch einen Aquarius? Haben wir noch. Sehr schön. Dann mache ich nochmal 2 Buckets, dass wir Wasser rüberkriegen. Und so ein Fluid-Conduit können wir nochmal brauchen. Komm, nehmen wir einfach mal so eins.
Hier müssten wir an Wasser nicht dran kommen. Schön, dass wir das auch schon geklärt haben. Dann gehen wir einmal hier Wasser klauen. Das tauscht, dass ich in meinem eigenen Haus schon Wasser klauen muss. Zu tief ist es mit mir gekommen. Ja. Okay. Ja, hier das Wasser einmal. Der Krios. Das Fluid Conduit. Und da müsste sich das ja schon mit Wasser vollsaugen. Jawohl, ja. Gut. Hier das Iron Ore ist jetzt schon durch. Das können wir dann jetzt hier reinschütten. Und man sieht schon, es fängt an. Zwar langsam, aber es fängt an. So, wenn wir jetzt mal hier schauen bei der Ore Washing Plant, wir kriegen so ein Purified Crushed Iron Ore raus. Das können wir jetzt braten. Oder eine 5% für Fusion mal ein bisschen bereinigen. In Blast Furnace schicken. Ich glaube, wir machen so eine 5% für Fusion. Wäre doch was, oder? Gut. Was brauchen wir für eine Thermal Centrifuge? Einen Mining Laser, Coils, einen Electric Motor und eine Trans Machine Casing. Aha, siehst du? Da geht's schon los. Oh, und hier wird schon die Energie knapp. Also ich müsste jetzt eigentlich schon weitere Generatoren aufbauen oder könnte auch über Geothermal-Generatoren arbeiten. Ja, das könnte ich jetzt alles machen. Ich bin gerade hier was am Schauen. Ja, ich glaube, das mache ich so. Ja. Gut. Dann machen wir jetzt mal ganz einfach. Können wir hier RedNet Energy Cable machen? Müsste doch. Dafür brauchen wir ein normales RedNet Cable. Und so, da fehlt das Elektrum. Können wir ja bestellen. Machen wir bei 40. Wieso kann ich das? Ach ja, ich habe ja mal schon das Solar Panel in. Ja. Halb. Welches ist gar nicht belegt. Zack. So. Also, wieso gehe ich jetzt hier an die RedNet Energy Cable ran? Das ist eine gute Frage. Und zwar, man kann mit RedNet Energy Cable die Teile unifizieren, Strom kann man so gesehen sagen. Und darauf habe ich das jetzt erstmal abgesehen. Autom. So, zack. Na? Ich glaube, hier läuft dann schon wieder gerade die Regel, ich brauche es Sinn, später wird es schön gemacht und es passiert eh nicht. Ah, der hat einen Start bleiben können. Zack. Also, da es jetzt hier weiterläuft, tut es doch, oder? Ja, es lädt sich sogar auf. Daran sieht man, dass das Teil den Strom weiterleitet. Und da mache ich jetzt noch ein. Oder habe ich noch einen Tesseract über? Nein, habe ich nicht. Kann ich noch einen machen? Nein, kann ich nicht. Gut. Wie sieht das hier? Moment. Aha, kann ich nicht machen. Interessant. Ach, jetzt ist es wirklich weg. Gut. Wie war nochmal das Enderium-Mischung? Das waren 2, 1, 2. Und 1, 2. Zack. Ja, war's. Sehr schön. Da wir jetzt aber schon in ca. 4 Sekunden bei 20 Minuten sind, beende ich hier die Folge und ich mache den Test direkt offscreen fertig. Ich
würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.